Hallo und willkommen auf meinem Radio Control Grizzly Kanal. In der heutigen Folge werden wir uns den Short Course widmen. Und zwar einmal dem Traxxas Slash Chassis und einmal dem HPI Blitz Chassis. Beide als Hecktriebler, also als 2WD-Ausführung. Ja, und wir fangen einfach mal vorne an. Beide haben hier sehr schöne, gut gefederte Frontbumper, die eben ein paar Stöße aufhalten bzw. einstecken können und sollen. Beim Slash ein bisschen größer, beim HPI nicht so, aber das reicht. Es kommt ja noch die Karo drüber, die auch noch ein bisschen schützt. Gut. Ja, dann geht's weiter zu den Stoßdämpfern, vorne und hinten. Jeweils ist das immer das gleiche. Hier kann der Federweg beim Slash über sogenannte Klipse eingestellt werden. Hier hinten haben wir sie, die dann da einfach draufgesteckt werden. Da haben wir sie. Und beim Blitz kann man das Ganze einfach hier über die Stellschrauben einstellen. Ja. Die Radmitnehmer sind beim Blitz aus Alu und beim Slash aus Plastik. In der 2WD-Version vorne ein bisschen breiter als hinten. Kugelgelagert sind beide. Die haben das hier schon, Kugellager verbaut. Ja, von der Aufhängung her ist es fast identisch. Da tut es sich nicht viel. Wie gesagt, kann man alles hier einstellen, die Spurstangen. Ja, weiter geht es dann mit der Servoposition. Die ist beim Blitz liegend. Da sitzt er und wird dann über die Welle da so gesteuert. Beim Slash sitzt er hier vorne. Steht, geht dann unten raus und wird dann hier drüber befestigt, was ich noch nicht gemacht habe. Und lenkt dann da drüber. Ja, Akkuposition ist bei beiden mittig, kann dann über je nach Gewichtsverteilung oder beziehungsweise über klein beim Blitz beispielsweise über so kleine Schaumstoffstückchen kann dann weiter nach vorne oder nach hinten gelegt werden. Der Empfänger kommt hier in diese Box rein, die mit einer Dichtung befestigt ist, beim Slash dort. Das tut sich beides nichts und dann eben auf der gegenüberliegenden Seite sitzt dann eben der Regler. Gut, drehen wir das Ganze mal um und gucken uns das von hinten an. Okay, hier fehlt noch die Abdeckung. Die ist natürlich auch dabei. Aber da wollte ich dann eben zeigen, dass das im Prinzip das gleiche ist, vom Aufbau her. Wobei allerdings, eben dafür habe ich es abgenommen, das hier ist aus Aluminium. Also wenn der Motor da an der Seite reingesteckt wird, dann kühlt das noch ein bisschen mehr. Was eben beim Slash nicht der Fall ist, das ist alles komplett aus Plastik. Ja, auch hier ist der Aufbau fast identisch, wie gesagt, hier wieder die Dämpfer, die einstellbar sind. Und hier eben über die Klipse. Radaufhängen tut sich eben beides nichts. Ja, und die hinteren Bumper sind eben auch gut gefedert. Da ist dann der HPI Blitz ein bisschen breiter geworden. Auch schön hier mit diesen Dreckfingern. Und beim Slash ist es dann da ein bisschen kürzer geworden.
Dann noch das Ganze von unten. Und da sehen wir auch so schon ein bisschen die Unterschiede oder den Unterschied zwischen den beiden Chassis. Dass der Blitz eben sehr niedrig liegt und mehr aufs Racing aus ist, aber er kann auch genug Dreck fahren. Das funktioniert alles, habe ich mit ihm auch gemacht. Und hier eben beim Traxxas Slash, dass es eben doch höher liegt und sich dadurch der Schwerpunkt eben auch nach oben legt, sodass er zwar dann mehr Bodenfreiheit hat, klar, aber auch in den Kurven dann anfälliger ist fürs Umkippen. Ja, das wäre es so zu den beiden Modellen, was ich jetzt so vergleichen kann. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.